26. Juni 2022, der erste Tag des offiziellen G7-Gipfels. Wir sind im Protestcamp in Garmisch-Partenkirchen. Wie viele Menschen sind hier derzeit? Also schwer zu sagen. Also heute früh waren es ungefähr 300 und es werden jetzt noch mal mindestens genauso viel erwartet, die tagsüber hier eintreffen werden. Wie läuft das? Wer kann hier mitmachen? Kann man einfach herkommen und mithelfen? Es ist ein selbstorganisiertes Camp, also es wird erwartet, dass die Leute mithelfen. Es gibt eine Liste, wo man sich eintragen kann für Abspülen und so weiter, so wie in der WG, nur ein bisschen größer. Genau, es gibt eine super leckere Volksküche, es gibt Getränke kostenlos und ja, alle helfen mit. Es gibt zweimal am Tag ein Plenum, wo dann so alles Wichtige beredet wird, Konflikte geklärt werden und so weiter. Also bisher läuft alles sehr, sehr harmonisch. Die Polizei, das muss man jetzt mal auch zugeben, lässt uns weitgehend in Ruhe. Also man wird so ein bisschen beäugt, wenn man herkommt. Das hätte auch nicht sein müssen, aber sie waren jetzt noch nicht hier und wollten dann was. Es gibt ja unterschiedliche Meinungen auch hier unter den Menschen, die zusammenkommen, ob sei es jetzt zum Ukraine-Krieg oder zu anderen Fragen. Wie ist das? Wird das einfach friedlich ausdiskutiert oder kann es auch mal Streit geben? Oder? Ich denke mal, im Ukraine-Krieg herrschen jetzt nicht so große Meinungsverschiedenheiten. Aber grundsätzlich ist es kein Problem, wenn die Leute unterschiedliche politische Positionen haben. Es ist ja nicht so, dass wir hier irgendeinen Konsens finden müssen. Es geht also die Pläne gehen jetzt hauptsächlich darum, das Leben hier zu organisieren, dass das für alle gut ist. Es gibt die üblichen Strukturen wie natürlich Waschgelegenheiten, es gibt ein Sani-Zelt, es gibt auch ein Awareness-Zelt, wo auch psychologische Hilfe geleistet wird, wenn erforderlich. Es ist natürlich ein antisexistisches Camp, also einfach ein sicherer Raum für alle. Auch für Leute, die jetzt nicht unbedingt ihr Gesicht öffentlich zeigen wollen, auch weil sie irgendwas zu befürchten haben. Also es ist einfach wichtig, dass es ein geschützter Raum ist, der nur für uns ist. Und gibt es auch ein Camp Nachtleben, das vielleicht mal zusammen gesungen wird? Ja, natürlich, ja genau. Gute Frage. Also gestern hatten wir so einen Performance-Abend, wo einfach jetzt ohne große Vorbereitung jetzt, was weiß ich, Leute Gedichte vorgetragen haben, wo wir gemeinsam gesungen haben. Ein Kurde hat traditionelle Widerstandslieder gesungen und so weiter. Also wirklich auch so international und bunt und eben auch so ganz spontan und nicht, dass jemand das gemanagt hat und so. Also das finde ich, es ist immer ein sehr schönes Erlebnis und ich denke, das ist auch wichtig, weil natürlich man nicht weiß, was heute sein wird auf der Demo, ob es da polizeiliche Repressionen gibt und die Leute einfach motiviert und mit positiver Stimmung und nicht schon so mit dem Hass auf den Unterdrückungsapparat, sondern so solidarisch dahingehen, damit das Ganze auch ein schönes Bild gibt. Solidarisch, das hat man auch während der Pressekonferenz gemerkt, als ihr euch solidarisch erklärt habt mit zwei Personen, die festgenommen wurden. Also das ist ja auch wichtig, füreinander einzustehen und da zu sein. Genau, das ist natürlich auch ganz wichtig zu wissen. Keiner ist alleine hier, keiner wird zurückgelassen. Wenn jemand Festnahmen beobachtet, dann meldet es dem Ermittlungsausschuss und wir kümmern uns dann darum, dass die Leute Unterstützung bekommen, dass wir wissen, wo die untergebracht sind und so weiter, dass jemand das Gefühl hat, er hockt jetzt irgendwo und keiner weiß was von ihm. Und seid ihr mit der Pressekonferenz und mit dem Erscheinen der Medienvertreter zufrieden? Ja, es waren sehr viele da. Das hat uns sehr gefreut. Wir hatten ja schon mal eine Pressekonferenz in München. Wir haben das Gefühl, die Presse ist schon sehr gut informiert im Vornherein. Von vielen Medien weiß ich, dass sie speziell Leute nur abstellen, von den Protesten zu berichten, was jetzt natürlich auch für uns positiv ist, weil die Leute natürlich sich viel tiefer damit beschäftigen können. Also 2015 hatten wir am Anfang so unterstellt gekriegt, wir sind alles irgendwie Chaoten und so weiter von Teilen der Presse. Da war nichts natürlich vor 7 Jahren, blieb alles friedlich und diesmal habe ich das Gefühl, ist die Presse von Anfang an weitaus sympathisierender und verständnisvoller, zumindest die, mit denen wir Kontakt haben, wo also das Gefühl noch viel stärker ist, das ist absolut richtig, dass da protestiert wird und gehört einfach dazu, egal wie man jetzt politisch positioniert ist. Wie viel waren es eigentlich vor 7 Jahren in der Spitze im Camp? Weiß man das noch? Vor 7 Jahren hatte ich eine Veranstaltung in München, da war ich nicht hier. Aber die Mobilisierung in München, die blieb ja unter den Erwartungen mit ungefähr 5.000 Teilnehmern. Denke ich mal, ja. Hast du da eine Erklärung? Das ist nicht unsere Veranstaltung gewesen, deswegen möchten wir die jetzt auch nicht kommentieren. Aber wir finden es natürlich auch schade, auch wenn es die Unterveranstaltung war.
Die Gründe dafür müsstet ihr jetzt bei den Veranstaltern... Wie viel erwartet ihr jetzt für heute in Garmisch-Partenkirchen? Zwischen 1.000 und 2.000 wäre super. Noch eine letzte Frage. Diese Demonstration von 50 Menschen in Hör- und Sichtweite des Tagungsortes, die ist ja wohl jetzt nicht so möglich, wie es von den Gegnern des Gipfels gewünscht ist. Also dass man doch von Seiten der Behörden diese 50 Menschen weiter vom Tagungsort wohl platzieren möchte als in Hör- und Sichtweise. Denkst du, da ist noch was machbar durch Gerichte oder so? Also wir werden es auf jeden Fall versuchen, gerichtlich durchzukriegen. Also wir hatten ja vor 7 Jahren, wurde es komplett verboten, hatten dagegen geklagt, haben Recht bekommen und im Urteil damals steht in Sicht- und Hörweite. Mhm. Und das ist heuer auf keinen Fall gegeben. Und das ist so wird die Grundlage für unsere Klage sein. Also es wäre ein schöner Erfolg, aber es ist natürlich nur symbolisch, denn ein Protest von 50 Leuten ist natürlich klar, dass es eine Vergewaltigung der Meinungsfreiheit ist. Und das wollen wir natürlich auch transportieren mit diesem Protest. Das haben sich sehr viele MedienvertreterInnen angekündigt, um zu zeigen, was der Rechtsstaat hier zulässt an Demonstrationsfreiheit, wie lächerlich das ist. Das ist natürlich was, was wir auch transportieren wollen. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Also drei, 10. Oh, aber 4. Ist da mit Ton auch bei dir drauf jetzt oder nur Bilder? Ja, ich mache jetzt ein kleines Video. Ja. Wie lange hast du für die Schilder gebraucht? Also ich bin da schon eigentlich länger am Stehen, bei uns hier mal auch, aber so die Zeit, also da setzt man sich hin, so 1,5 Stunden, 2 Stunden. Man muss ja da so ein bisschen durch den Kopf gehen, wie das in dieser Welt abgeht. Wie lässt du dich inspirieren? Durch welche Informationen? Informationen in die Welt umschauen und zusehen, was hier eigentlich abgeht auf dieser Welt. Ne? Gerade jetzt im globalen Bereich mit der Umweltverschmutzung, dass das ja schon ziemlich extrem wird und dass wir wirklich nur noch so ein Stück da sind vor dem Kollaps. Ne? Ist wirklich, wirklich wahr. Ne? Man sieht da die Gletscher schmelzen. Unsere Quellen werden nicht mehr gefüllt. Ne? Das Süßwasser Wasser läuft immer von oben nach unten. Ne? Die ganze Schneeschmelze, dass nicht mehr so viel kommt. Wir sehen das auch das global. Die Flüsse, die trocknen aus. Ne? Jetzt Anfang März haben wir den Rhein gesehen. Was war denn die Schiffe? 2/3 gefüllt. Habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Ne? Wo kommst du her? Aus welcher Region? Ich komme aus Mahl. Aus Mahl. In NRW. Mhm. Und wohnst du hier im Protestcamp? Oder ich wohne im Protestcamp, ja. Aber ich stehe einfach nur hier einfach für global für die Menschheit. Ne? Ach schön. Also, seit wann bist du schon im Protestcamp? Jetzt 2 Tage. Und wie war es bisher? Eigentlich friedlich. Im Kindergarten ist mehr los. Nee, das ist auch hier mit diesem globalen, mit dem Klimakiller. Je mehr es voranschreitet, desto weniger CO2 müssen wir in die Luft setzen, um die Katastrophe noch zu erhöhen. Ne? Mhm. Eigentlich auch das Schild, eigentlich müssten wir eigentlich im globalen Lockdown für CO2 gehen, damit wir überhaupt vielleicht noch was bewegen können. Weil so wie es jetzt geht, also ist unser Leben ganz schön in Gefahr. Ne? Sag ich mal so. Mhm. Aber wer sich umguckt und klar denken kann, der sieht das auch selbst dann, denke ich mir. Dass wir so nicht mehr weitermachen können. Mhm. Das alles eigentlich ja im Prinzip, ja gut, wer ist der Hauptschuldige für die Kriege, für diesen globalen Killer? Die Machtgier und die Macht des Geldes, ne? Die auch die großen Leute einfach nach oben hält, ne? Und denen einfach dieses Machtgefüge gibt. Ne? Man sieht das jetzt wieder auch in der Ukraine. Das ist sehr, sehr, sehr schlimm. Aber ist ja nicht nur die Ukraine, ich stehe ja auch dann im Prinzip auch für den Weltfrieden. Ne? Wir haben einfach 20 Jahre verpasst, abzurüsten. Ne? Was haben die gemacht? Modernisiert. Das Schlimmste, ja gut, ist aber der schlimmste Killer ist wirklich, was wir vergessen immer, unsere Erderwärmung. Der globale Killer. Erderwärmung kann man ja nicht mehr sagen. Ne?
Und wie lange bleibst du noch im Protestcamp? Das entscheide ich auch, weil für heute werde ich noch mal zurückkommen, schlafen hier. Mhm. Dann mal gucken, ob ich am Montag zurückfahre. Und wie schläfst du hier? Ja, ich in so einem großen Zelt hier. Luftmatratze und ein dünner Schlafsack. Wie viele seid ihr ungefähr im Zelt? So ungefähr. Ach so, nee, da sind nur, die meisten haben ja ihre Einzelzelte. Mhm. Da bin ich mit 3 Personen, sind wir da drin. Oh, das geht ja noch, ne? Ja, nein, das ist noch angenehm. Ist es sehr heiß im Zelt? Nee, da nicht, aber hart. Hart. Meine Luftmatratze ist kaputt gegangen. Aber es ist jetzt am Sonntag in Garmisch-Partenkirchen nicht so einfach, eine neue Luftmatratze aufzutreiben, ne? Bisschen schwierig. Ja, aber brauche ich nicht, egal. Das ist ja für die Menschheit. Für die Menschheit darf man doch ruhig ein bisschen leiden, denke ich mir einfach. Ne? Das ist ja wohl das kleinste Problem, wenn ich mal ein bisschen Rückenschmerzen habe. Für die Menschheit darf man auch mal auf dem harten Boden schlafen. Genau so ist das. Mhm. Vielen Dank für dein Engagement und für das Interview. Und ich wünsche dir eine schöne Zeit hier im Protestcamp. Ja. Und vor allen Dingen, dass die Menschheit wach wird. Wie gesagt, ich bin nur alleine. Und alleine kann ich nichts bewegen. Aber du hast doch hier immer, viele Mitstreiter. Ja, aber ich sage immer, bewegen können wir nur, wenn wir 8 Milliarden Menschen sind, dann können wir was verändern. Als kleine Gruppe oder Einzelperson kann man nichts verändern. Jetzt ganz einfach. Jetzt hat ja schon mal einer angefangen. Nee? Ja. Dankeschön. Alles Bitte. Gute. Danke. Wenn die nachfärben, wieder mit anwenden.